Nördlich von Berlin, im Schlosshafen Oranienburg, liegt die Bravour 45 gut verteut am Steg. Der Stahlverdränger aus der niederländischen De Dreit-Werft steht hier für Charterturns fast ganzjährig zur Verfügung. Bei kühlem, aber dennoch sonnigem Wetter und leichtem Wind beginnen wir unsere Ausfahrt. Mit Bug- und Heckstrahlruder ausgestattet, lässt sich die Bravour mühelos aus dem Hafenbecken rangieren, um dann gleich langsame Fahrt voraus aufzunehmen. Der 180 PS Diesel hat mit dem vergleichsweise leichten Schiff ein einfaches Spiel. Bei der Bravour ist nur der Rumpf aus massivem Stahl gefertigt, die Kajütaufbauten werden aus GFK hergestellt. So wird eine gute Gewichtsbalance erreicht. Die Bravour 45 glänzt durch einen harmonischen Gesamteindruck. Ein langer Bugsteven und der flache Salonaufbau vermitteln eine eigene Dynamik. Man fühlt sich an ein Schnellboot erinnert. Dabei kommt die Sicherheit jedoch nicht zu kurz. Das hohe Schanzkleid im vorderen Bereich geht in eine stabile Seereling über, sodass man an jedem Standpunkt stets einen sicheren Griff findet. Die Umgänge sind breit genug, um jedes Anlege- oder Schleusenmanöver gut im Griff zu haben, und sollte der Nachbar aus Versehen mal rempeln kommen, schützen geflochtene Tampen den Rumpf auf beiden Seiten. Alles an dem 13,5 Meter langen Schiff macht einen massiven Eindruck. Vom Anker über die chrom eingefassten Klüsen bis zum schnörkellosen Heck ist die Bravour ein stäbiges Schiff. Das wird durch die Schiffszulassung in der CE-Kategorie B unterstrichen. Seine Marschgeschwindigkeit erreicht der leichte Verdränger bei rund 8,5 km/h. Dann genehmigt sich der Volvo D4 im Heck knapp 6 Liter die Stunde. Ein akzeptabler Wert für ein Schiff dieser Größe. Die gute Geräuschdämmung macht die Fahrt auch über lange Strecken hinweg zu einem angenehmen Erlebnis. Durch die klappbaren Frontscheiben und die weit öffnenden Hecktüren vermisst man auch an heißen Tagen einen Außensteuerstand nicht. Im Gegenteil, zum Manövrieren und für die Übersichtlichkeit über das lange Schiff ist der ungefähr mittig platzierte Steuerstand optimal. Das große Steuerrad liegt gut in der Hand und gibt ein direktes Feedback zur Ruderlage. Die Instrumente am Arbeitsplatz des Skippers sind optimal ablesbar und lassen dank klarem Design auch keine Fragen offen. Ein stabiles Geländer garantiert auch bei heftigem Seegang einen sicheren Halt für den Rudergänger. Zurück im Hafen schauen wir uns im Innern der Bravour etwas genauer um. Das Schiff ist komplett in Echtholz ausgebaut. Eine Qualität, die den wertigen Gesamteindruck des Schiffes noch unterstreicht. Die Kombination von hellem Holz im Ausbau, dunklem im Bodenbereich und hellbeigen Polstern lassen den Innenraum solide und dennoch leicht und luftig erscheinen. Dazu tragen auch die großen Fenster der Rundumverglasung bei. Medial bleiben auch keine Wünsche offen. Geschickt in eine Mittelkonsole zum Steuerstand integriert, bilden ein großes Plasma-Display, DVB-T-Tuner, DVD-Player und eine hochwertige Audioanlage den Fixpunkt des Entertainments. Aber nur, wenn's gerade kein Hafen-TV gibt. So angeordnet kann die Crew die beliebtesten Blockbuster sehen. Drinnen sowie auch von draußen, wenn die vierteilige Hecktür komplett geöffnet ist. Das Konzept überzeugt. Dank des stufenlosen Übergangs von innen nach außen verdoppelt sich der Lebensraum. Man hat jede Menge Bewegungsfreiheit, eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten und je nach Wetterlage kann man die Pflicht mit Verdeck überdachen oder rundum komplett schließen. Eine Tür im Heck ermöglicht über die Badeplattform einen kletterfreien Zugang zum Schiff. Ideal, um Waren zu stauen oder zum Baden. Zum vorderen Schiffsdrittel geht es zwei Stufen hinab. Die Lengs Pantry überzeugt mit Induktionsherd, Mikrowelle, Geschirrspüler und großem Kühlschrank. Stauraum ist selbstverständlich auch ausreichend vorhanden. Wenn man beim Geschirrspüler schon an Luxus gedacht hat, ist man bei der Bravour auf dem richtigen Kurs. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Waschmaschine, Klimaanlage, Zentralheizung, dauerhafte Warmwasserversorgung und ein Generator. So viel zu den großen Luxusdingen. Im Kleinen kommt dann in der Nasszelle eine Wellnessdusche, Waschtisch, beheizter Handtuchhalter und ein elektrisches WC hinzu. Insgesamt verfügt die Bravour in drei Kabinen über 5 Schlafplätze. Der größte Raum ist, wie fast in allen Schiffen, die Bugkabine. Ein King-Size-Bett dominiert den Raum. Ablageflächen im Kopfbereich und Einbauschränke komplettieren die Kabine. Licht und Frischluft fallen durch die Fluchtluke ins Zimmer.
Die Bravour 45 von De Dreit ist ein Schiff für gehobene Ansprüche. Klassisches Design, bewährte Materialien und solide Verarbeitung prädestinieren den leichten Verdränger für Kunden, die ein werthaltiges und zeitloses Schiff suchen. Die vollumfassende Ausstattung und die CE-Kategorisierung in die Klasse B unterstreicht, dass das Schiff nicht nur in ruhigen Binnenrevieren eine gute Figur macht, sondern durchaus geeignet ist, lange Strecken abseits der sicheren Küsten zurückzulegen.